Meine liebe Eugenie, morgen breche ich zum Nanga Parbat auf, um mich der Expedition anzuschließen. Und da wir länger nicht miteinander in Verbindung stehen, werde ich ein Tagebuch für dich führen. Vielleicht wird es dir eines Tages dabei helfen, die Leidenschaft zu verstehen, die mich verzehrt. Den wahren Berge zu besteigen, koste es, was es wolle. Ich bin betrübt, dass ich so weit weg bin von dir, Liebste. Aber ich bin Bergsteiger und die Berge sind mein Leben. Wir sind jetzt seit 3 Tagen unterwegs und bald ist das Ziel, von dem ich ein Leben lang geträumt habe, die Besteigung eines großen Himalaya-Gipfels in greifbare Nähe gerückt. Man sagt, der Nanga Parbat wäre der schönste Berg der Welt und schon der Gedanke, ihn endlich sehen zu können, treibt meinen Puls in die Höhe. Aber noch steht uns der Anblick seiner überwältigenden Schönheit bevor. Ab und zu erhaschen wir einen kurzen Blick von ihm, aber dann ziehen sich die Wolken wieder zusammen und er versteckt sich hinter einem dichten Dunstschleier. Es wäre traurig, wenn wir ihn jetzt nicht zu Gesicht bekämen, denn bald sind wir im Hauptlager und zu nahe, um ihn in seiner ganzen Größe zu sehen. Sahib! Sahib, aufwachen! Sie können jetzt den Nanga Parbat sehen. Sehen Sie! Die Wolken sind weggezogen. Bei Gott, Eugenie, die von dem Berg berichtet haben, hatten recht. Er ist schön. Wunderschön. Ich bin sehr aufgeregt, weil wir morgen das Hauptlager erreichen. Kuno Reiner nimmt auch an der Expedition teil. Der gute, alte, verrückte Kuno. Was haben wir nicht alles zusammen erlebt? Aber im Grunde sind wir, wie auch die anderen Expeditionsteilnehmer, unerfahren, was den Himalaya angeht. Ich mache mir nur Sorgen über die Gründe, die unseren Expeditionsleiter Dr. Herlikoffer veranlasst haben, hierher zu kommen. Trotzdem habe ich das Gefühl, als würde ich kurz vor der Erfüllung meines Lebens stehen. Was auch immer passieren wird, ich werde alles akzeptieren, was das Schicksal für mich bereithält. Nanga Parbat. Man nennt ihn auch den König der Berge. Und 1934 ist er auch zum Schicksalsberg für deutsche Alpinisten geworden. Dieser unbezwungene Berg hat bisher das Leben von 31 Männern gefordert. Einer von ihnen ist mein Stiefbruder Willi Merkel gewesen. Einer der größten deutschen Bergsteiger, die es je gegeben hat. Sein Andenken wird in uns immer weiterleben. Doktor? Mensch. Hermann! 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 Kuno! Schön, dass du endlich da bist. Entschuldigung, Doktor. Prima, dass wir wieder mal zusammen sind. Ja, es ist lange her. Alfred Drexel. Er ist vor Erschöpfung gestorben. Uli Wieland. Er wurde von einer Lawine verschüttet. Peter Aschenbrenner, der einzige Überlebende der tragischen Expedition. Er wird sich uns in Kürze anschließen. Willow Welzenbach. An Erfrierungen gestorben. Guy Lai, der einzige Träger, an Erfrierungen gestorben. Willi, er ist 6 Tage ohne Nahrung im Berg gewesen, auch erfroren. Ich war gerade 17, als mein Bruder am Nanga Parbat umkam. An dem Tag, an dem ich die Nachricht bekam, schwor ich Rache. Ich schwor, dass man ihn nie vergessen würde.
Nur aus dem Grund habe ich diese Expedition vorbereitet, um in seinem Namen den mörderischsten aller Berge zu erobern. Das ist es, weshalb wir hier sind. Uns muss das gelingen, was alle anderen vor uns nicht geschafft haben. Den Gipfel des Nanga Parbat zu besteigen. Den Berg endlich zu bezwingen. Und auf dem Gipfel werden wir diese Gedenktafel anbringen. Für Willy Merkel. Schön, ein Stück Heimat hier zu haben. Nicht wahr, Hermann? Ja. Das erste Mal habe ich das Lied zusammen mit Eugenie gehört. Kurz nach dem Krieg. Ich bin mit ihr ausgewesen. Es war ein schöner Tag. Was ist das, Hermann? Pervitin. Wurde während des Krieges für die Luftwaffe entwickelt. Sollte die Piloten wach halten, oder? Ja. Hast du es schon mal genommen? Ein, zweimal. Du hast ja die Fahne von unserem Verein mitgebracht. Ich habe den Kameraden versprochen, dass sie auf dem Gipfel des Nanga Parbat wehen wird. Warum auch nicht, hm? Sauerstoff werden wir schwer zu schleppen haben. Er ist in solchen Höhen nun mal notwendig. Nicht bloß, dass das Atmen schwierig wird. Man bekommt einen Hunger auf die Luft, von dem man denkt, dass er nie gestillt wird. Denkst du an die Lawinen? Ja. Er ist dafür berüchtigt. Und für anderes. Er ist nicht der höchste Berg der Welt, aber am schwierigsten zu besteigen. Bei ihm weißt du nie ganz genau, was er gerade vorhat, Kuno. Er reizt dich dazu, ihn zu besteigen. Und er will dich töten, wenn du es versuchst. Mit diesem Lawinendonnern lockt er uns, Kuno. Fast wie die Lorelei. Er lockt uns, ihn zu bezwingen, um uns dann zu zerstören. Kannst du es nicht fühlen? Einfach so, als wäre ich nicht da. Nicht grinsen, hört auf zu lachen. Nicht! Nein, 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 ich habe gesagt, ihr sollt nicht auf mich schauen. Schaut auf den Berg drauf. Darauf schauen. Ihr sollt mich nicht anlachen, sondern auf den Berg sehen. Endlich, der lang erwartete Aufstieg beginnt. Wie Ameisen marschieren wir langsam auf den Berg zu. Wir wollen das erste Lager auf dem Rakjot-Gletscher errichten. Aber um das zu schaffen, müssen wir erstmal eine Tonne Vorräte und Ausrüstungsgegenstände hinaufschleppen. Das ist der Teil der Bergsteigerei, den ich am wenigsten mag. Aber es scheint der zu sein, der dem Doktor am meisten gefällt. Er spricht ständig von der Notwendigkeit der Gemeinschaftsleistung
Und auch davon, dass wir zum Ruhm Deutschlands und unserer toten Kameraden hier sind. Er versucht hier alles so zu organisieren, als ob wir noch in der Armee wären. Vielleicht sollte ihm mal jemand sagen, dass wir den Krieg verloren haben. Tagen müsste das erste Lager fertig sein. Hallo! Sehen Sie mal, wir haben Besuch. Hallo! Ah, das ist Aschenbrenner. Dann wären wir ja endlich komplett. Peter! Hallo! Karl! Peter Aschenbrenner, Walter Frauenberger, Kuno Reiner aus Innsbruck. Das ist Otto Kempter. Herr Aschenbrenner. Und Hermann Kollensberger, beide aus München. Sagen Sie, Colli. Colli. Hans Ertel, unser Kameramann, extra für uns aus Südamerika gekommen. Olli! Hermann Buhl, auch aus Innsbruck. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Hätte nicht gedacht, dass du noch so jung bist. Den guten Alfred Bitterling hast du ja schon kennengelernt. Er ist unser Meteorologe und Lagerleiter. Eine sehr höfliche Umschreibung für Chefkoch und Tellerwäscher. Willkommen, Herr Aschenbrenner. Peter, bitte. Tja, sieht eigentlich so aus, als würdet ihr mich überhaupt nicht brauchen. Ich hätte mir die Mühe sparen können, herzukommen. Unsinn, Peter. Ich kenne keinen, der mit dem Berg mehr Erfahrung gemacht hat als du. Und was noch wichtiger ist, du bist der einzige Überlebende der Unglücksexpedition. Wir brauchen dich. Ja. Na schön. Wir werden unsere Aufgabe erfolgreich abschließen. Ich werde Ihnen Ihr Zelt zeigen. Ich helfe Ihnen. Ah, Moment, das hätte ich ja beinahe vergessen. Eure Post. Oh, hey, Otto, Post! Kaffee, Doktor? Gern. Weißt du, was sie schreibt? Sie macht sich Sorgen. Kannst du dir sowas vorstellen? Und damit, lieber Hermann, möchte ich für heute aufhören. Ich hoffe, dass es dir gefällt und dass du gesund bist. Mit dem Brief schicke ich dir einen Stein aus unserer Stadt. Bitte lege ihn auf den Gipfel des Nanga Parbat. Ich weiß, dass ein Teil von dir für immer dort oben bleiben wird. Und ich möchte, dass auch etwas von mir da oben ist. Viel Glück. Deine Eugenie. Für die nächsten zwei Wochen ist mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Die Temperaturen werden, besonders in großen Höhen, tiefer als gewöhnlich um diese Zeit fallen. Daher werden auch die Monsunschneefälle. Haben wir nicht mehr viel Zeit. Zeit genug. Und wir werden es auch schaffen, wenn wir uns exakt an die Route halten, die Willi Merkel für uns ausgearbeitet hat. Das Dumme ist nur, dass der gescheitert ist. Wir sind hier. Morgen haben wir Lager 1 fertiggestellt. Zwei Tage später Lager 2 auf dem Moränen. Lager 3 dann oben am Sattel. Lager 4 am Fuß des Rakjord-Gipfels. Lager 5 oben am Silbersattel. Lager 6 kurz vor der Basinkappe. Und von dort aus werden wir dann den Gipfel nehmen. Doktor, ich finde, dass wir uns am Anfang nicht zu sehr verausgaben sollten. Das könnte gefährlich werden. Ich finde, es ist wichtig, dass sich jeder von uns an die Höhe gewöhnt. Wir müssen uns erstmal akklimatisieren, Hans, weil wir sonst... Hältst du mich etwa nicht für einen qualifizierten Arzt? Aber natürlich, Karl. Und eure Gesundheit liegt in meiner Hand. Ja. Würdest du es dann wohl bitte auch mir überlassen, sich den Kopf über die Höhenunterschiede zu zerbrechen? Ja, sicher. Ich war nur der Meinung, dass wir nicht zu schnell vorgehen sollten, weil außer Herrn Aschenbrenner hier keiner von uns Himalaya-Erfahrung hat. Ich werde mich um alle medizinischen Probleme kümmern, Hans. Du solltest dich darauf beschränken, deine Kamera intakt zu halten. Also, um ein Höchstmaß an Effizienz zu erreichen, habe ich folgende Verantwortungsstaffelung festgelegt. Ich leite das Unternehmen. Alfred Bitterling ist für den Nachschub der Vorräte zuständig. Peter Aschenbrenner ist der direkte Expeditionsleiter. Und zu seinem Vertreter bestimme ich Walter Frauenberger.
Damit wir unser Ziel vor Beginn des schlechten Wetters erreichen können. Doktor. Ja? Ich finde es ja schön, dass ich Peters Assistent werden soll. Stellvertretender Leiter. Na gut, stellvertretender Leiter, aber wenn ich in einem anderen Lager als er bin und entgegengesetzte Anweisungen gebe, dann könnte das fatale Konsequenzen haben. Ich würde es besser finden, wenn wir nur einen Leiter für die Expedition hätten, dann wäre jedes Missverständnis ausgeschlossen. Das ist deine Ansicht. Also, nach Willi Merkels Vorstellungen... Doktor. Ich kann Walter nur zustimmen. Und ich würde sogar noch weitergehen. Man kann keinen Berg besteigen, ohne ein persönliches Risiko einzugehen. Vielleicht werden Sie, weil Sie kein Bergsteiger sind, das nicht verstehen. Aber es ist eine Tatsache, mit der wir anderen leben müssen. Die Verantwortung, ob wir was riskieren oder nicht riskieren wollen, ob wir weitergehen oder umkehren wollen, muss einzig und allein beim Bergsteiger liegen und nicht bei einem Leiter oder seinem Stellvertreter. Wir alle hier sind uns Ihrem persönlichen Streben nach Erfolg sehr wohl bewusst, Herr Buhl. Aber darf ich Sie daran erinnern, dass Sie jetzt Mitglied einer Gemeinschaft sind und dass Sie sich unterzuordnen haben, wenn es zum Gelingen unserer Aufgabe beiträgt? Ich will noch hinzufügen, es ist mir zwar wirklich nie gelungen, allein einen hochalpinen Gipfel zu besteigen, aber ich habe es immerhin geschafft, diese Expedition bis hierher zu bringen. Und genauso wie ich das geschafft habe, werde ich erreichen, dass diese Expedition den Berg bezwingt. Ich darf Sie doch bitten, meine Herren. Hermann, vielleicht bist du wirklich zu weit gegangen. Ich wollte nicht beleidigend werden, Doktor. Bitte entschuldigen Sie. In Ordnung. Peter, was heißt das, Sie wollen bloß bis Ende Juni hier bleiben? Der Doktor hat Ihnen wohl nichts gesagt. Meine Frau wollte, dass ich überhaupt nicht herkomme. Wir hatten seit 30 Jahren unseren ersten Ehekrach. Aber der Doktor ist eben ein Überredungskünstler. Er sagte, ich schulde es Willi Merkel. Naja, hier bin ich also. Aber nur für einen Monat. Ja. Wir sind jetzt schon fast eine Woche auf dem Berg, kommen aber nur langsam voran. Mit Dr. Herlikoffer hatte ich meine erste Auseinandersetzung. Ich verstehe nicht, warum er alles für richtig hält, was sein Stiefbruder vor fast 20 Jahren gesagt oder getan hat. Und auch nicht, warum er mir misstraut. Vielleicht darum, weil ich seinen Bruder nicht so verehre wie er. Vielleicht hält er mich sogar für eine Bedrohung für das Andenken an Willi Merkel. Aber wir alle besteigen die Berge nun mal aus persönlichen Motiven. Und kein Mensch kann einem anderen seine Gründe aufzwingen. Also werde ich mich nicht von ihm beeinflussen lassen, sondern das tun, was ich schon immer getan habe. Den Berg für mich allein bezwingen. Wird er denn nie lang sein? Hermann macht keine Kompromisse. Er ist erst damit sich zufrieden, wenn er sich bis zum Äußersten verausgabt hat. Kein Wunder, dass er da schwer Partner findet. Ich war schon oft mit ihm zusammen. Und auf jeder Tour mit ihm habe ich was Neues über mich erfahren. Meine Leistungsgrenze, meine Ängste. Nie hätte ich allein den Mut gehabt, den Versuch zu machen, sie zu entdecken. Er muss die Berge wirklich über alles lieben. Wir alle lieben die Berge. Aber bei ihm haben sie schon einen ganz hübschen Schaden da oben angerichtet. Ich muss ihn immer wieder bewundern. Hauptlager. Hauptlager, kommen Sie bitte. Ende. Ja, Hauptlager. Hier ist Aschenbrenner. Lager 2 haben wir geschafft. Wir wollen morgen Lager 3 in Angriff nehmen. Verdammt, Sie sind so langsam. An die Kleinen allweil bei dir sein, an die Dom ein Freude an dir. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, wiederum komm, kehr ich ein, mein Schatz bei dir.
Kameraden? Kameraden, wir werden morgen zum Lager 3 aufbrechen. Und damit kommen wir zur ersten richtigen Herausforderung im Himalaya. Kameraden, wir wollen trinken. Auf unseren Traum, den Gipfel. Auf den Gipfel. Auf den Gipfel. Das ist nicht alles, wovon ich träume. Er will noch ein paar andere Berge besteigen. Wisst ihr, im Krieg hatten wir einen Unteroffizier. Und vor unserem ersten Einsatz in Frankreich ließ er den ganzen Zug antreten und sagte, Männer, jeder, der es noch nie mit einer Frau gemacht hat, soll vortreten. Natürlich hat sich keiner getraut, das zuzugeben und darum ist auch keiner rausgetreten. Daraufhin sagte er, ihr seid doch alle Feiglinge, aber ich will euch noch eine Chance geben. Morgen wird auf uns geschossen und nicht alle werden überleben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich einen von euch draufgehen lasse, der es noch nie gemacht hat. Daraufhin ist der ganze Zug nach vorn getreten und wir sind alle zusammen ins Puff gegangen. Und? Und? Und weil wir ja morgen auch in den Kampf ziehen, habe ich mir gedacht, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen darüber informieren, wie es in der Hinsicht mit unseren Junioren hier so aussieht. Na, Otto? Was? Na los, Otto. Otto! Was? Na komm schon, Otto, sei nicht so schüchtern. Wir erzählen es auch bestimmt nicht weiter. Los, erzähl uns was von deinen Eroberungen. Wie war das noch mit Fräulein Lubner aus der Alpenstube in Innsbruck? Tja. Ich dachte, ich hätte dich mit ihr gesehen. Die ist doch schon öfter als das Matterhorn bestiegen worden. Und wie war das mit dem Fräulein Körner aus dem Sportgeschäft in der Wilhelmstraße? Er kennt sie, hast du das gewusst, Hermann? Also, Otto, das reicht jetzt. Hört auf, Jungs, er ist ja schon ganz rot geworden. Das sind Frostbeulen. Keine Angst, Otto. Sobald wir den Gipfel geschafft haben, gehen wir alle zusammen nach Rawalpindi. Was grinst jetzt du so, Colli? Setz ihn auf unsere Liste. Nein, Kameraden. Wenn er sich was holt, kann ich das nicht verantworten. Meter. Hier muss Merkels Lager 3 gewesen sein. Ja. Und dann wurde er von einer Lawine verschüttet. Die Träger haben Angst. Sie sagen uns, könnte dasselbe passieren, wenn wir Pech haben. Na, dann sollten wir das Lager vielleicht etwas weiter oben aufschlagen. Ich denke nicht, dass Dr. Herlikoffer damit einverstanden sein würde. Ja, aber der ist nicht hier. Wir schon. Leg die Spur. Sie müssen sich geirrt haben. Das ist Merkels Lager 4 gewesen. Karl sagt, ihr müsst einen Fehler gemacht haben. Wir haben keinen Fehler gemacht. Cool hat's gemeint. Ich will mit ihm reden. Er ist nicht hier. Wo ist er? Am Mount Chongra. Hermann hat sich entschlossen, ihn zu besteigen. Hol ihn runter. Hast du gehört? Du sollst ihn sofort runterholen. Ich wollte ihn nie bei dieser Expedition haben. Man hat mich dazu gedrängt. Ich hätte mich weigern sollen. Ich denke, wir sollten froh sein, dass wir ihn haben. Er ist ein guter Bergsteiger. Er ist ein ausgesprochener Egoist. Denkt nur an sich selbst. Er hat aber auch Unglaubliches geleistet. Die erste Besteigung aller 15 Gipfel der Anquille von Chamonix. Alleingang über die Front vom Piz Badil.
Die Nordwand vom Watzmann, ebenfalls allein. Nur weil keiner gerne mit Wahnsinnigen auf Berge steigt. Der ist zu eigensinnig und viel zu fanatisch. Ist er nicht vielleicht zu gut? Es gibt immer wieder Zeiten, Eugenie, da werde ich gefragt, weshalb ich auf Berge steige. Und dann fällt mir meistens ein Ausspruch von James Ramsey Ullman ein. Das Klettern braucht keine Rechtfertigung. Ebenso wenig wie der Sonnenaufgang, die Musik oder die Liebe. Es gibt immer noch einen Berg, den es lohnt zu besteigen. Und wenn man ihn dann endlich bezwungen hat, gibt es wieder einen. Bergsteigen an einem klaren blauen Tag, wenn die Sonne auf dem Eis glitzert, wenn sich der Wind in meine Seele hineinfrisst, dann finde ich Frieden in mir selbst. Dann bin ich in Einklang mit dem Berg, mit der Natur, mit Gott. Andere Menschen sprechen vielleicht auch über solche Dinge, liebster Eugenie. Aber nur ein Bergsteiger kann sie richtig fühlen. Berg erobert hat und auf seinem Gipfel steht, dann erkennt man, dass es nicht der Berg war, den man bezwungen hat, sondern sich selbst. Es gibt keine Worte, mit denen man den unvergesslichen Eindruck eines solchen Moments beschreiben könnte. Es ist ein Eindruck, der das übrige Geschehen in Vergessenheit geraten lässt. Es tauchen schimmernde, lockende Visionen auf, die alle Erinnerungen an Schmerz und Enttäuschung auslöschen. Es liegt an der Höhe. Sie akklimatisieren sich nicht so gut wie die anderen. Ich werde trotzdem wieder raufgehen. Sie werden tun, was ich Ihnen sage. Sie können das nicht verstehen, Doktor. Sie sind keiner von uns. Kein richtiger Bergsteiger. Sie wissen nicht, wie es da oben ist. Furcht, Einsamkeit und Gefahr. Das alles muss man besiegen. Sie werden unsere Hochgefühle nie kennenlernen. Vielleicht habe ich Sie kennengelernt. Ich bin genauso wie Sie in den Bergen aufgewachsen. Das haben Sie wohl nicht gewusst. Um mir eine unmännliche Phobie auszutreiben, nahm mich mein Vater auf einen Berggipfel in unserer Umgebung mit und ließ mich dort zurück. Wenn ich also nicht oben bleiben wollte, dann musste ich allein hinunterklettern. Eigentlich ist der Berg gar nicht so hoch gewesen, aber für mich war es der Mount Everest. Den ganzen Tag habe ich gezittert. Ich wagte mich nicht zu rühren. Ich war wie gelähmt vor Angst. Die Nacht brach herein, doch mein Vater ist nicht zurückgekommen. Aber mein Stiefbruder, Willi Merkel. Er stieg in der Dunkelheit zu mir hinauf. Er brachte mir zu essen und hielt mich in seinen Armen, bis ich einschlief. Am nächsten Morgen hat er mich runtergebracht. Und er sagte meinem Vater, unserem Vater, dass man ihn erschießen sollte. Für seine verdammte Grausamkeit. Wie Sie sehen, weiß ich sehr wohl etwas von Einsamkeit und Furcht und von der Gefahr,
Aber eins stimmt schon. Das muss ich zugeben. Ich weiß nichts von dem Hochgefühl, sie zu besiegen. Ich muss wieder hinaufgehen. Na schön, gehen Sie wieder rauf. Es ist mir egal, wie Sie sich umbringen. Doktor, leider ist Ihr Stiefbruder Willi Merkel am Nanga Parbat gescheitert. Aber ich schaffe es. Lassen Sie mich Ihnen bitte noch etwas sagen, Herr Buhl. Sie sind heute vielleicht der größte Bergsteiger der Welt. Aber Sie werden niemals die Größe erreichen, die Willi Merkel erreicht hat. Gott, Eugenie, manchmal denke ich, dass mich die Berge besser verstehen als die Menschen. Diese Gipfel halten mich nicht für egoistisch und arrogant, nur weil ich ein einsamer Wolf bin, der seiner eigenen Fährte folgt, statt den Spuren der anderen. Diejenigen, die vor mir gegangen sind, interessieren mich nicht. Was ich bis jetzt getan habe, habe ich für mich allein getan. Und ich werde auch diesen Berg besteigen. Nicht für Dr. Herlikoffer und nicht für Willi Merkel, sondern nur für mich. Nicht winken! Wir sind hier nicht in Hollywood! Benehmt euch natürlich! Verdammt! Du solltest absteigen, Hermann. Es geht schon. Du bist noch nicht akklimatisiert. Du sollst dich nicht so verausgaben. Schlecht an. Aus. Wie geht's, Kuno? Was ist los? Mein Bein! So wenig wie möglich bewegen. Wir holen dich gleich raus. Schon gut, Kuno. Das geht schon. Ganz vorsichtig. Komm, einen Fuß vor den anderen. Vorsichtig. Meine Kamera! Verflucht, meine Kamera ist weg!
deine blöde Kamera. Hey, Hans, nicht so hektisch. Du musst zum Berg abschauen. Das geht schon, das geht schon. Hans, sieh dir das an. Mein Gott. Er muss von der 34er-Expedition stammen. Vielleicht war es der von Welsenbach. Oder von Willi Merkel. Wir müssen Kuhn uns Lager 3 runterschaffen. Er steht's nicht durch. Gut, dann werden wir hier kurz rasten und dann runtergehen. Hermann, hast du nicht zugehört? Was ist? Er kann nicht runterlaufen. Hermann, ich es wird schon gehen. Kuno? Doch. Gut, wir werden ihn runterschaffen. Tut mir leid. Vorwärts. Gebt ihm alle 3 Stunden Aureomycin. Wenn Kempter und Colli euch morgen früh ablösen, bringt ihr ihn mit runter. Danke, Doktor. Ruhig, Kuno, ganz ruhig. Hoffentlich müssen Sie es nicht abnehmen. Machen mich verrückt. Sie wollen vor lauter Angst nichts essen. Aber wenn sie nichts essen, dann können sie auch unsere Ausrüstung nicht tragen. Und wer schleppt dann meine Kameras? Scheiß auf deine Kameras, die sind sowieso zu schwer. Die Träger sollen Ausrüstung und Vorräte raufschaffen. Ich pfeife auf deine blöden Filme. Jetzt will ich dir mal was sagen, mein Freund. Wenn es meine blöden Filme nicht geben würde, dann würdest du nicht mal hier sitzen. Meine Filmgesellschaft hat die entscheidende Summe gezahlt, die nötig war, um diese Expedition durchzuführen. Wir sind nicht hier, um einen Film zu drehen, sondern um einen Berg zu besteigen. Wenn es mich um meine blöden Filme nicht geben würde, dann würdest du bestenfalls eine Treppe raufsteigen. Schon gut, Hans, du kannst dich wieder abregen. Meine Kameras sind für die Expedition genauso wichtig wie alles andere. Gut, in Ordnung. Wenn die Träger zu schwach sind, werden wir sie selber tragen. Lager 3. Moment. Walter, hier ist Albert. Wir haben gerade im Radio gehört, dass die Briten den Everest bezwungen haben. Habt ihr mich verstanden? Die Briten haben den Everest bestiegen. Tenzing und Hillary haben den Gipfel gestern um 2 Uhr erreicht. Die Nachricht ist schon um die ganze Welt gegangen. Wirklich eine gute Neuigkeit. Bitte schickt Ihnen Glückwünsche von den Kameraden am Nanga Parbat. Dass diejenigen, die auf einem Berg sterben, nicht eher ruhen können, bis der bezwungen wird. Das glaubst du? Ich glaube, dass die, die am Berg umgekommen sind, in dem Menschen weiterleben werden, der als erster seinen Fuß auf den Gipfel des Berges setzt. Klingt alles ziemlich mystisch. Im Gegenteil, es ist eher realistisch. Hermann, du und Otto seid die Jüngsten und auch die Stärksten. Ich denke, ihr beide solltet den Gipfel in Angriff nehmen. Also, ich bringe Kuno jetzt runter ins Hauptlager. Er war
auch den Doktor. Ich werde ganz sicher nicht wieder heraufkommen. Du trägst hier oben jetzt die Verantwortung. Ja. Ihr könnt euch auf mich verlassen, das verspreche ich. Es tut mir leid, Hermann. Ich wollte dich nicht enttäuschen. Red doch keinen Unsinn. Das hätte doch jedem von uns passieren können, Kuno. Ja. Wirst du schaffen? Ja. So, dann werden wir mal losgehen. Schön festhalten. Da kommen ja Otto und Colli. Gut, dass ihr endlich da seid. Entschuldigt, es ging leider nicht schneller. Colli hat nämlich Zahnschmerzen. Seit 6 Tagen sitzen wir jetzt schon in Lager 4 fest. Es stürmt unaufhörlich und wir verlieren kostbare Zeit. Die Höhe macht jedem von uns zu schaffen. Auch Colli musste wegen seines Zahns ins Hauptlager zurück. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Auch wenn wir uns noch 1200 Meter unterhalb und in 7 Kilometer Entfernung vom Gipfel befinden. Ich weiß nicht, ob ich das schreiben soll, Liebling. Aber in letzter Zeit überrasche ich mich oft dabei, dass ich über den Tod nachdenke. Immer wieder werde ich von einem Albtraum heimgesucht. Ich träume davon, dass ich in eine endlose Gletscherspalte falle und dein Gesicht über dem Abgrund sehe. Deine Arme strecken sich nach mir aus, aber ich falle und falle. Und dein Gesicht, das mir nachschaut, löst sich langsam in nichts auf. Doch ich stürze tiefer und tiefer in die Dunkelheit. Wenn ich wieder aufwache, habe ich das Gefühl, die Unsterblichkeit erlebt zu haben. Und manchmal scheint mir eine Stimme zu sagen, dass es Zeit ist, die Berge hinter sich zu lassen. Vielleicht werde ich doch langsam ängstlich. Ich fürchte, es handelt sich um akute Pharyngitis, Albert. Hier drin sieht's ja aus wie in einem Feldlazarett. Ja, wie im Krieg. Du hast schon alles gepackt? Ja. Weißt ja, meine Frau. Ich habe versprochen, nur einen Monat hier zu bleiben. Ja, ich weiß schon. Nicht sehr günstig sieht es für das deutsche Team am Lager Parbat aus. Wie schon vorher gesagt, hat der Monsun vorzeitig eingesetzt. In den nächsten 48 Stunden werden im Nanga Parbat-Gebiet schwere Stürme erwartet. Ich fürchte, wir müssen unser Unternehmen abbrechen. Ich werde Ihnen sofort den Befehl zum Abstieg geben. Und was ist mit Hermann? Der ist doch nie einverstanden. Ich leite die Expedition, nicht Herr Buhl. Hauptlager an Lager 4. Hauptlager an Lager 4. Ihr werdet alle auf der Stelle ins Hauptlager zurückkommen. Alle werden auf der Stelle ins Hauptlager zurückkommen. Verstanden? Absteigen? Warum denn? Wir haben hier oben herrliches Wetter. Und wir haben gute Chancen, den Gipfel zu schaffen. Ich hab gesagt, ihr sollt runterkommen. Ihr braucht alle Ruhe und Erholung. Aber es geht uns blendend und das Wetter ist fabelhaft. Ihr werdet tun, was ich gesagt habe. Hören Sie zu, Karl. Wir werden nicht absteigen. Wir sind hier, um den Nanga Parbat zu besteigen. Und ich schwöre Ihnen, wir werden auch den Nanga Parbat besteigen. Thank you.
kann sie leider nicht sehen. Wahrscheinlich sind sie hinter dem Kamm und gehen zum Silbersattel. Ich bleibe hier, bis wir wissen, wie es ihnen geht. Dieser Buhl hat sie dazu überredet. Buhl, der Egozentriker. Buhl will beweisen, dass er alles kann. Es ist zwecklos. Sie wollen nicht weitergehen. Klar, jetzt ist Ihre Essenszeit. Wir müssen Sie bei Laune halten, sonst können wir gleich aufgeben. Na schön. Wir brauchen noch ein Lager. Wenn wir darauf verzichten würden, wären wir zum Scheitern verurteilt. Hermann, Otto, ihr werdet diese Nacht hier bleiben und morgen früh aufbrechen und das Lager errichten, verstanden? Hans und ich bringen die Träger zum Vierer runter. Und wir kommen dann morgen mit Sauerstoff zurück. Und dann, wenn das Wetter hält und der Doktor einverstanden ist, dann werden wir übermorgen versuchen, den Gipfel zu nehmen. Besser, ihr geht los, bevor es dunkel wird. Ja. Komm, Hans. Wir steigen zum Lager 4 ab. Vorwärts! Die Sachen könnt ihr hier lassen. Macht's gut. Macht's gut. Hermann, das ist gefährlich. Wir haben nicht mal ein Funkgerät hier oben. Wenn irgendwas passieren sollte, sind wir völlig abgeschnitten. Ist doch fabelhaft. Kann uns auch keiner befehlen, abzusteigen. Wie spät ist es? Kurz nach eins. Wir müssen aufbrechen. Wir wollten noch erst um 3 losgehen. Es ist besser, wenn wir um 2 gehen. Wenn wir vom Gipfel zurück sein wollen, bevor es dunkel ist, geht's nicht anders. Vom Gipfel? Aber Walter sagte dann... Otto, wir werden niemals wieder so nah dran sein. Jede Minute kann das Wetter umschlagen und dann ist alles vorbei. Das ist ja auch Merkel 1934 passiert. Aber wir haben doch keinen Sauerstoff. Wir können nicht warten. Weit bis zum Gipfel. Ich würde das ohne Sauerstoff niemals schaffen. Die Höhe bringt mich um. Versuch's mal mit Pervitin. Die regen den Kreislauf an. Du kannst zwar Halluzinationen davon kriegen, aber sie halten dich auf Trab. Ich würde lieber keine nehmen. Ich versuch's, wenn der Sauerstoff da ist. Ich versuch's. Wirklich. Na gut. Ich geh vor, du wirst mich einholen. Ja. Mit dem Sauerstoff kannst du ja schneller aufsteigen. Ja. Eugenie, ich weiß, dass du manchmal glaubst, ich würde die Berge mehr als dich lieben. Aber das stimmt nicht. Es ist Besessenheit, keine Liebe. Eines Tages wird sie nicht mehr da sein, aber meine Liebe zu dir wird nie nachlassen. Heute nehme ich den Gipfel des Nanga Parbat in Angriff. Ich möchte dir von ganzem Herzen für deine Liebe und für deinen Beistand danken. Falls ich nicht zurückkehren sollte, dann musst du wissen, dass meine letzten Gedanken bei dir gewesen sind. Dein dich liebender Hermann.
keinen Zweck. Die sind genauso erschöpft wie wir. Ich halte es für das Beste, wenn ich allein zum Lager 5 aufsteige. Gebt dem Hauptlager durch, dass wir uns melden, sobald wir Bescheid wissen. Lager 4, hier Hauptlager. Wir hören euch. Walter hat Otto eben aus Lager 5 heruntergebracht. Er ist am Ende seiner Kräfte. Und was ist mit Buhl? Otto hat ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Wir wissen nicht, wo er ist. Thank you.
Er hätte es niemals alleine versuchen dürfen. Auch wenn er es geschafft hat, wird er die Nacht nicht überleben. So ein Idiot.
Hans, bist du noch wach? Ja. Es ist morgen. Genauso ein Bergsteiger, wie du einer bist. Es wird Zeit, aufzubrechen. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Nein, ich schaffe es nicht. Versuche es. Ich verstehe nicht, was. Da ist doch nichts zu verstehen. Folge mir.
werde es nicht schaffen. Du kannst es. Es wird dir nichts zustoßen. Geh schon. Du wirst es schaffen. Geh. Geh weiter. Steh auf. Du wirst es schaffen, wenn du willst. Wer bist du? Hast du mich denn nicht erkannt? Mein Gott. Willi Merkel. Ja, Hermann. Doch ich habe versagt. Das wirst du nicht. Gut. Und jetzt geh. Geh. Gut. Weitergehen. Geh. Gehen, Hermann. Er ist verschwunden. Sie kommen wieder zurück. Der Naga Parbat hat ein neues Opfer gefordert. Du musst weitergehen, Hermann. Deine Kameraden warten doch auf Nachricht. Nachricht? Welche Nachricht? Auf Nachricht von uns allen. Von mir und all denen, die uns vorausgegangen sind. Von allen, die vorausgingen, um die Pyramide zu bauen, deren letzten Stein du bekamst. Du hast ihn an seinen Platz gelegt. Und so die Opfer von uns allem gerechtfertigt. Du hast zwar allein auf dem Gipfel gestanden, aber wir alle sind bei dir gewesen. Willst du ihnen das nicht sagen? Doch, ich werde es ihnen sagen. Dann musst du jetzt aufstehen. Und jetzt geh. Geh. Du bist gleich am Silbersattel. Hier gibt's für uns nichts mehr zu tun. Wir werden absteigen. Bevor ihr runtergeht, möchte ich euch noch um etwas bitten. Bringt bitte die Gedenktafel für Willi Merkel an. Der Mohrenkopf ist in der Nähe. Peter hat den Mohrenkopf vorgeschlagen. Und Hans, bitte macht ein paar Aufnahmen davon. Geht in Ordnung, Karl. Wir werden sie anbringen. Das war ja der Grund, weshalb wir herkamen.
Ich bin am Leben. Wiedersehen, Hermann. Wiedersehen. Du hast es geschafft. Ja, sehr gut so, Walter. Und jetzt werde ich noch mal zum Silbersattel rüberschwenken. Ich glaube es nicht, Walter. Schau! Das ist Hermann. Mein Gott. Hermann! 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 Sehen Sie, Doktor? Ach, Karl! Übermitteln Sie ihm bitte von uns allen herzliche Glückwünsche. Er hat's geschafft. Ich hab's doch immer gewusst, dass er's schafft. Ich muss ihn wirklich beneiden. So, Hermann.
hast es geschafft. Ganz allein, Hermann. Nein, Doktor. Ich war nicht ganz allein. Hermann Buhl kehrte im Sommer 1957 zum Himalaya zurück. Er bestieg den Gipfel des Broad Peak, stürzte aber einige Tage später auf dem Chogolisa 1200 Meter tief in den Tod. Dr. Herlikoffer führte auch später noch einige erfolgreiche Nanga Parbat-Expeditionen und ist ein in der ganzen Welt anerkannter Bergsteiger.